Ein Turnier der anderen Art veranstaltete der Eisstockschützenverein in Fischament. Jedes Jahr laden sie die Fischamentervereine ein, freundschaftlich im Eisstockschießen gegeneinander anzutreten und die Gemeinschaft zu pflegen. Ein Turnier der anderen Art, was bedeutet das genau? Das Turnier der anderen Art ist, dass Vereine oder Wirtschaftsmannschaften gegeneinander spielen. Sie sehen, wir haben 12 Vereine hier, also Vereine und Clubs von Wirtshäusern, die gegen auf den Wanderpokal, den wir das erste Mal machen, spielen. Ja, und natürlich wollen wir den weitergeben, und wer dann dreimal gewonnen hat, kann den Pokal dann für sich behalten und kann sagen, okay, ich habe dreimal gewonnen und der gehört mir jetzt. Wie geht es Ihnen dabei? Ganz gut. Eines haben wir verloren, eines haben wir gewonnen und 3 Spiele haben wir noch. Und warum spielen Sie hier mit? Wir spielen jedes Jahr mit wegen der Gaudi. Spielen wir mit. Wie oft wird vorher trainiert? Na ja, wir haben eigentlich ja, Dienstag und Donnerstag, wird ein Monat vorher wird trainiert. Aber durch das, dass die anderen auch alle berufstätig sind, haben wir eigentlich nur 3-mal trainiert. Die Vereine suchen sich die Leute aus, die was spielen wollen. Sie kommen 14 Tage vorher schon zum Trainieren. Nicht? Und gibt der Rest der Gaudi auch dabei. Nicht? Die sind ja unser Bierwagel-Team, hat sich die Cheerleaders mitgenommen. Nicht, also zur Anfeuerung, ich hoffe, sie gewinnen was auch und werden wir sehen. Sie haben gerade gespielt, wie war es? Ja, es war recht interessant, das ist eigentlich eines der ersten Spiele, die wir wirklich schön gewonnen haben. Und es ist immer wieder schön, alle Jahre dieses Event mitzumachen. Es ist genial. Hochlebe Fischament. Sie sind ja auch das einzige Team, das sich Cheerleader mitgenommen hat? Ja, das ist uns einfach in einem Geistesblitz eingefallen. Irgendwo waren wir in unserem Lokal und die Damen sind mittlerweile, also ich glaube 78 und die Älteste ist 82. Und das ist eigentlich das Wundervolle, dass die einfach so mitspielen. Das ist wirklich so super vorne und ich glaube, die werden auf die Nacht ein bisschen mehr Zeit. Haben Sie schon auf den großen Wanderpokal ein Auge geworfen? Wer nicht, aber werden wir sehen, ob es sich ausgibt. Wer will denn nicht? Nicht? Aber ich glaube, für das sind wir schwach. Es gibt schon starke Mannschaften da. Aber ja, ich denke mal, Chance hat jeder drauf. Wer ein Gewinner wird, wird sich zum Schluss herausstellen. Sie werden schon irgendwas machen. Und wenn es der Letzte ist, ist der Letzte. Dabei sein ist ja schließlich und endlich alles. Es geht nur um die Gaudi und um die Bewegung eigentlich. Und dass man im Fischament was macht. Nicht? Dank unserem Bürgermeister, der den Pokal gespendet hat. Das ist ein wunderschöner Pokal. Ja, ich hoffe, der Beste gewinnt. Und er gewinnt 3-mal, dass er es entgalten kann.